Es ist Freitag, der 7. Oktober. Am späten Nachmittag laufen auf der Wildner Naturfreundehütte an der Weifaer Höhe die allerletzten Vorbereitungen für das bevorstehende Wandersportevent der 31. Oberlausitzer Hunderter. Wie immer haben die Organisatoren jede Menge Energiesnacks für die Verpflegungspunkte unterwegs, wie Fett- und Wurstbämmen sowie heiße und kalte Getränke in ausreichender Zahl vorbereitet. Wird die große Wanderstreckenkarte installiert. Wenige Stunden später, gegen 19 Uhr, treffen dann die ersten Teilnehmer ein für die 50 Kilometer Nachttour. Jeder erhält bei seiner Anmeldung das entsprechende Kartenmaterial mit Wegskizze ausgehändigt. Die dabei anzugebende Altersangabe hilft den Organisatoren bei der Streckenplanung künftiger Veranstaltungen. Selbstverständlich kann man beim Oberlausitzer Hunderter in Wilten, wie es der Name ja verrät, einen langen Kanten die 100 Kilometer Distanz bewältigen. Das sind und bei Weitem nicht nur junge Wanderburschen und Damen, die es sich zutrauen oder schon wissen, dass sie es in der Vergangenheit schon mehrfach erfolgreich ausprobiert haben. Und davon gibt es hier an diesem Abend eine ganze Menge. Diesmal nehmen 22 Teilnehmer den langen Kanten in Angriff. 9 von ihnen werden am nächsten Tag das Ziel, die Wanderhütte, auch erreichen. Bevor die Nachtwanderer auf Strecke gehen, bekommen sie vom Vereinschef der Wildner Naturfreunde, Frank Simmler, noch einige wertvolle Hinweise mit auf den Weg. Wettertechnisch wird es ja durchhalten, hoffe ich. Und wir sind alle guten Mutes, durch die Nacht zu kommen. Brücken, nasse Brücken, die sind sehr glatt, auf alle Fälle ein bisschen. Ihr habt auf der Startkarte eine Nummer draufstehen, das ist die Notfallnummer. Wenn irgendjemand aussteigt, bitte anrufen, damit wir wissen, okay, der ist ausgestiegen, nicht, dass wir dann noch jemanden suchen müssen. In diesem Sinne, wenn es Fragen gibt, ansonsten bitte ich hier mal um den Startschuss. Achtung, Ohren zu halten. Und dann angenehme Nacht. Und schon setzt sich der Tross von knapp 50 Startern in Bewegung. Einige gehen in Gruppen, andere bevorzugen lieber den Sologang. Vor ihnen liegen 50 harte Nachtkilometer. Die Wetterprognosen für die Nacht vom 7. zum 8. Oktober verheißen zumindest keinen Frost. Allerdings sind erste Regenschauer im Verlauf der nächsten Stunden nicht auszuschließen. Während ein Teil, diesmal sind es 27 Starter, die 50 Kilometer als reine Nachtschleife bezwingen wollen, wartet auf die echten 100er nach dem Marsch durch die Oktobernacht und einer Pause an der Naturfreundehütte am morgigen Samstag dann noch eine zweite, gleich lange Tagestour. 9 der 22 100 Kilometer Bezwinger werden es nicht bis ins Ziel schaffen. Jetzt geht es erst einmal nach der Streckenplanung des Belgiers Gilbert Hellemans, einem langjährigen Wildner Vereinsmitglied, in östliche Richtung bis nach Taubenheim, von dort westwärts entlang der Staatsgrenze zu Tschechien, über die Prinz-Friedrich-August-Baude in Soland und weiter bis zum Gipfel der höchsten Erhebung des Lausitzer Berglandes, dem 587 Meter hohen Faltenberg bei Neukirch. Und erst dann kehrt man wieder zurück zu Start und Ziel auf die Naturfreundehütte an der Weifaer Höhe in Wilten. Etwa 11 Stunden später, kurz nach 8 Uhr am Samstagmorgen, treffen an der Touristinfo der Kleinstadt Wilten an der Bahnhofstraße nicht nur hiesige Wanderfreunde zum Teilnahmestart am Oberlausitzer Hunderter ein, sondern auch erste Busse mit Teilnehmern aus dem gesamten Bereich des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes. Den Anfang machten ca. 45 Wanderfreunde aus der Landeshauptstadt Dresden. Ihr erster Weg führt sie dann zur Anmeldung in die Wildner Tourismus Informationszentrale, die in diesem Jahr gemeinsam mit den Organisatoren vom Naturfreundeverein erstmalig
An dieser Stelle die eintreffenden Teilnehmer mit Kartenmaterial und weiteren Informationen zur Wandersportveranstaltung versorgt. Aufgrund des zu erwartenden Teilnehmerzulaufs von Nicht-Oberlausitzern beim diesjährigen nunmehr 31. Oberlausitzer 100er haben sich die Organisatoren in puncto Streckenführung der Tagestouren rund um die Stadt Wilden über 12, 16, 24, 33 und 50 Kilometer etwas Besonderes einfallen lassen. Ja, wir haben uns dieses Jahr gedacht, weil wir viele Gäste erwarten von nah und fern aus ganz Sachsen, dass wir über die markanten Erhebungen des Oberlausitzer Gebirges laufen, über die bekannten Kammwege, über die bekannten ausgeschilderten Wege. Was sind das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel die Lausitzer Schlange, das ist der rote Strich auf weißem Grund. Das ist der Oberlausitzer Bergweg, vielleicht als überhaupt der bekannteste Weg bei uns in der Oberlausitz. Es ist der nördliche Kammweg dabei. Der Streckenplaner für die Tagstrecken des Oberlausitzer 100ers wählte dabei solch markante Erhebungen wie den Mengswalder Berg bei Wilten, den Tschornobo bei Kunewalde oder den Bielebo bei Oppach aus. Weil ich sage immer, in der Oberlausitz kann man 5 Gipfel an einem Tag spielen, bewältigen. Das geht in anderen Gebirgen schlechter. Und da wollten wir einfach diese Berge mal den Gästen nachbringen. Mittlerweile trafen an der Touristinfo weitere Busse mit Verbandswanderern aus weiten Teilen Sachsens ein, darunter aus Chemnitz, Glauchau, Zwickau, aus Aue, Leipzig und Dresden, aus Triebel im Vogtland und Burgstedt. Wir kommen aus dem Vogtland, wir sind mit 11 Teilnehmern leider nur heute hier, sind aber im Vogtland selber bei anderen Veranstaltungen ganz aktiv zum heutigen Tag, haben dort leider auch dieses nicht gerade freundliche Wetter, aber wir haben uns trotzdem auf den Weg gemacht und freuen uns, hier die Kilometer in Angriff zu nehmen. Die Wanderfreunde brachten zwar aus ihrer Heimat kein besseres Wetter mit nach Wilden, dafür aber umso mehr gute Laune. Ja, Lichtschutzfaktor 40. Ja. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja, gut. Vom Start an der Touristinfo ging es zunächst durch den Ort. Dabei überquerte man auch den St. Barbara Platz mit seiner berühmten Weinbrennerei, was bei den erstaunten auswärtigen Gästen durchaus zu lockeren Bemerkungen führte. Und theoretisch mit Verkostung wäre es natürlich noch mehr. Ja, aber wenn wir heute eine Verkostung machen, da seht ihr doch keinen Bus mehr. Mensch, ja. Auch wir haben doch die 3 Punkte am Arm. Ah, die 3 Punkte. Oder wir sehen 2 Busse. Oder ihr seht 2 Busse, ne? Nach einem ersten kleinen Anstieg hinauf zum Mönchswalder Berg liegt Wilten bereits zu Füßen der Wanderer und wartet schon der erste von insgesamt 15 Kontrollpunkten beim Oberlausitzer 100er. Hier am Waldrand unterhalb des Gipfels ist es nur eine unbesetzte Stempelstelle. Machen wir weiter so. Du kannst ja auch dann am Schlepp. No? Ich hab aber so schnell. In Ringheim. Ich muss hinterher. Der Blick ins Tal auf die Kleinstadt ist durch die tiefhängenden Regenwolken leider verwehrt. Nichtsdestotrotz nutzen die Wanderfreunde aus Chemnitz-Sigmar die Gelegenheit an einer Rasthütte für einen originellen Geburtstagsumtrunk mit Bananen und Holunderschnaps für Wanderfreundin Ilona. Hoch soll's leben, einmal hoch, hoch, hoch. Gesundheit, ewige Schönheit und ein Lotto gewinnen. Und beim Wandern ohne Essen. Eben, ne, weil sie keine Zeit haben. Weil man das nur Stress hat. Also dann. Tschüss. Also dann tschüss. Schönen Gruß an den Rest vom Holunder. Gestärkt durch die Kraft von Bananen, einem beflügelnden Holunderschnaps und dank der auf der Strecke gesetzten Sondermarkierungen der Wildner Naturfreunde findet nicht nur die Chemnitzer Wandergruppe rasch den Aufstieg zum 447 Meter hohen Mengswalder Berggipfel, der sich aber leider auch in der Nebeltristesse des verregneten Oktobervormittages präsentieren muss.
Hier oben teilen sich die Strecken 12 und 16 Kilometer, wandern über den Kammweg nach Sonneberg in Richtung Osten. Die längeren Routen setzen den Weg in nördliche Richtung fort. Wer sich an die 50 Kilometer Tagschleife gewagt hat, der tangierte auch die Kreisstadt Bautzen. Hier wartete Naturfreund Ingo Gittler mit Speis und Trank am Kontrollpunkt unterhalb der Arbeitsagentur auf eintreffende Wanderer. Das waren auch die beiden Belgier René und André. Beide nicht zum ersten Male beim 100er dabei und schon mit einem beachtlichen, mehrere tausend Kilometer umfassenden Wanderkonto ausgestattet. Aber ich gucke mir gleich mal die Nummern an, das schreibe ich gleich mal auf. Für mich ist das das neunte Mal. Neunte Mal schon? Und immer, jetzt ihr lauft die 50 Kilometer und morgen nochmal. Beide belaufen den 100er in umgekehrter Richtung. Erst die Tag- und zwei Tage später noch einmal die Nachtschleife. Und dann morgen machen wir 20 oder 30 und dann Montag die 50. Nochmal, die, ja. Die Nacht. Ja, die Nacht, die andere 50. Aha. Und dann Dienstag fahren wir zurück. Nach einem obligatorischen Stempeleintrag in die Teilnehmerkarte setzen beide ihre Tour fort. Durch die Innenstadt Bautzens bis nach Rachlau am Fuße der Tschornebo-Bergkette. Über den Tschornebo, den Bielebo und die Kelbersteine gelangten und nicht nur die 50 Kilometer Tourer, sondern alle Teilnehmer zum zentralen Kontrollpunkt am Gondelteich bei Schirgiswalde. Hier gab es nicht nur eine Verpflegungsstelle, sondern man höre und staune auch Eulen. Welche Stempel hat man hier? Ja. Jetzt habe ich eine schöne Eule. Sieht mir ähnlich, oder? Ja. Ach, hier gibt es Eulen. Die Eulen durft ihr nicht nach Athen, sondern bis auf die Wanderhütte bloß tragen. Ja. Genau. Nach einer bequemen Spreeüberquerung war es dann bis zum Ziel der Wanderhütte in Wilden fast nur noch ein Katzensprung. Hier im Festzelt gab es dann neben Speis und Trank erste Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch und natürlich die begehrten Teilnehmerurkunden. Geschafft hatte es bis hierher nach immerhin 16 Kilometern auch der älteste Teilnehmer in diesem Jahr, der 93-jährige Heinz Höpfe aus Glauchau, einem früheren Gebirgsjäger mit Alpenerfahrung. So, liebe Wandersportfreunde, nochmal recht herzlich willkommen hier an der Wildener Naturfreunde-Hütte in unserer schönen Oberlausitz. Im Beisein von Bürgermeister Michael Herford begrüßte der Vereinsvorsitzende der Wildner Naturfreunde Frank Simmler die anwesenden Wanderfreunde aus nah und fern und verkündete einen Rekord. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wir haben dieses Jahr einen Teilnehmerrekord von 510 Teilnehmern. Recht vielen Dank, dass Sie da waren. Seine anschließenden Grußworte an die Teilnehmer vermahnt der Wildner Rathauschef mit einer neuerlichen Einladung zum Besuch der Stadt. Ja, vielen Dank, meine lieben Wildner Naturfreunde. Ganz herzlichen Dank für die Organisation. Einmal mehr des Oberlausitzer Wunderhaus, einer der größten Wanderveranstaltungen der Oberlausitz. Und heute natürlich ein herzliches Willkommen nicht nur an die Wildner, die aus dem Kreis Bautzen, die Oberlausitzer, sondern auch an unsere Gäste bis aus dem Vogtland und darüber hinaus, aus Sachsen, aus Deutschland, auch aus dem Ausland, wie es üblich ist. Bis Belgien kommen ja von uns die Wanderfreunde hier nach Wilden in die schöne Oberlausitz. Da haben wir heute nicht so tolles Wetter in der Weinplanstadt, aber es ist sicherlich ein Grund an Sie alle, die noch nicht in Wilden waren und jetzt auf den Geschmack gekommen sind, auch mal bei schönem Wetter wieder zurückzukommen. Vielleicht das Ganze mit einem Besuch in einem unserer schönen Gasthäuser zu verbinden oder mit einem Besuch in
der Wildner Weinbrennerei. Sie sind dazu natürlich herzlich eingeladen. Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, die das organisiert haben. Und noch viel Spaß heute. Heidemarie Mattes, die Vorsitzende des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes, übernahm dann zum ersten Male in der Verbandsgeschichte eine historische Staffelstabübergabe an die Ausrichter des Verbandswandertages 2017 vor. Ich möchte mich auch nochmal im Namen des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes recht herzlich bedanken, dass wir hier so gut aufgenommen worden sind. Und ich glaube, es ist nochmal ein Applaus wert. Die Organisation und die Ausrichtung unseres Verbandswanderparks war klasse. Frank Simmler übergab den Stab an die Schatzmeisterin der Wanderfreunde Triebeltal e.V. im Vogtland, die den Verbandswandertag im kommenden Jahr ausrichten werden. Also, ein wunderschöner Staffelstab. Ich übergebe den jetzt von Sachsen das Vogtland. Mit dem Versprechen, dass auch wilde Naturfreunde wahrscheinlich daran teilnehmen. Also ich bedanke mich für die Übergabe dieses Wanderstabs und wir nehmen den mit Freude an, sind auch stolz drauf, dass wir nächstes Jahr den Verbandswandertag ausrichten dürfen in Triebel. Als Präsidentin des Vogtländischen Gebirgs- und Wanderverbandes möchte ich natürlich auch ganz herzlich die Triebeltaler dafür beglückwünschen, dass sie diese Ausrichtung nächstes Jahr erhalten und es sicherlich mit viel Elan angehen werden. Vielen Dank an die Naturfreunde in Wilden, dass sie uns den Stab übergeben konnten und natürlich an den Sächsischen Verband, dass sie uns das ausrichten lassen dürfen. Wir möchten hiermit ganz herzlich einladen, kommt gerne ins Vogtland. Also schlechter wie dieses Jahr das Wetter, das könnte nur noch schneien. Wir hoffen, dass es im Juli nicht passieren wird. Wir laden ganz herzlich ein und nichtsdestotrotz ist es eine ganz große Hochachtung an alle, die heute mitgelaufen sind und dazu beigetragen haben, dass es ein neuer Streckenrekord wurde. Auch wenn in diesem Jahr das schlechte Wanderwetter den Blick auf die ein oder andere Schönheit der Natur der Oberlausitz getrübt hat, für bleibende Erinnerungen hat es dennoch bei den Teilnehmern gesorgt. Und die werden nicht nur vom schlechten Wetter in Wilden in ihren Heimatverbänden berichten. Also mit sehr guten Eindrücken fahren wir wieder zurück. Und zwar schon aus dem Grund, dass die Naturfreunde Wilden das super organisiert haben, auch ausgerichtet haben. Viele Wanderfreunde haben nochmal bestätigt, dass es eine sehr schöne Wandergegend ist. Man konnte heute natürlich nicht so weit blicken, weil der Regen etwas dazwischen gekommen ist. Aber es sind alle glücklich mit diesen Wanderungen gewesen, die hier stattgefunden haben. Hinter den Ausrichtern, den Wildner Naturfreunden, liegen anstrengende Wochen der Vorbereitung. Noch heißer waren für sie die beiden Veranstaltungstage. Auch wenn der Oberlausitzer Hunderter noch gründlich in den eigenen Reihen wird ausgewertet werden, Pläne für den 32. Hunderter im Oktober 2017 gibt es längst. Ja, sicher gibt es Pläne und Ideen. Das heißt, im Endeffekt ist es ja so, die Strecken liegen ja schon fest. Sie sind vorgeschrieben jetzt schon im Sächsischen Wanderkalender. Neu ist, dass wir mal eine 75 Kilometer Tour einnehmen, weil ich... Das finde ich auch gut. Ich war dieses Jahr positiv überrascht von sehr vielen jugendlichen Leuten, die abends mit mir auf die Nachtschleife gegangen sind, die eigentlich nur 50 Kilometer Nacht gegangen sind und dann gesagt haben, okay, nächstes Jahr versuchen wir mal die 75 und so kann man mal den einen oder anderen daran interessieren, überhaupt mal in die 100 Kilometer zu gehen. Unser Ziel war eigentlich immer mal die 500 zu erreichen und wir haben dieses Jahr 510 Teilnehmer und ich sage, für eine Wandersportveranstaltung hier in unserer Gegend ist das eine Top-Leistung. Und ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei den vielen Leuten, bei meinen Mitgliedern und Freunden des Vereins, die uns alle tatkräftig unterstützt haben. Ein Lied auf den Lippen. Ja, richtige Farbe im Gesicht.